Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands Together, irgendwie dies, das und. Ja, Linus. Weiter geht's, die scheiß Fotzi. Fotzi, 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 Fischer, ey. Du wirst ja noch ein dieses Projektil aufhalten nach, das wird nervig. Ja, aber eins ist schon das Problem. Gerade weil es. Woher rennst du hin? Da kommen jetzt noch Gegner, wo ein bisschen mieser werden, sag ich dir jetzt sogar schon. Ja, dann erst recht hier hin. Dann viel Spaß noch beim Verbrennen. Ach. So, einfach ein Geschütz hin und wieder raus. Doch, geht doch voll easy. Bring aber gute Erfahrung. Na komm. Gemacht. Kein Problem. Jetzt reicht's mir. Ich dachte, der Teufel, weißt du was? Ständerforts. Genau, wir nennen sie Ständerforts. Leg ein paar von ihnen um oder mach, was du willst. Mir ist es egal. Wenn ich eh sterbe, dann. Also töten wir doch Ständerkürze. So. Sind alle tot? Schnell nachladen hier. Also du tötest wen? Ständerfürze. Ja, töte du die mal. Ich mache in der Zeit hier weiter. Guck mal, ob ich hier irgendwas Interessantes finde. Oh, wer ist denn das? Ach du Scheiße, das ist Level 10er. Mama mia! Wow, fuck, so. Ich könnte meine Hilfe jetzt mal wirklich gebrauchen. Ja, du sollst ja auch nicht vorrennen. Nee, ich bin jetzt gerade eine. Du hast volles Leben. Trotzdem, Alter, der Typ nervt. Alter, ja, dann warte einfach. Warte, mein Kind. Ich muss gerade was durchsuchen. Irgendwer von uns beiden muss ja das Geld ins Haus bringen. So, die habe ich erledigt. Da liegt noch was. Mein Gott. So, da liegt nichts mehr. Da liegt noch was. Und jetzt habe ich den selbst erledigt und habe haufenweise Erfahrungspunkte gekriegt. So, ich komme. Ja, siehst du? Der hat mir ungefähr 1300 Erfahrungspunkte gegeben, der Typ. 1260, wenn du es genau haben willst. Ne, bei mir 1300. Ja, ich krieg nur einen ganz minimalen Teil weniger als du. Deshalb. Das wird aber wieder halt zum späteren, wenn die größer werden, werden die Anteile auch wieder die breiter. Der Unterschied. Noch ein paar Fotzi-Viecher. So. Einen Fotzi-Viech brauchen wir noch. Ja, ich glaube, ich sehe eben nichts. Ich bin direkt hinter dir. Ich kann auch rein theoretisch da runter gehen, oder? Nee, da doch. Aber hier wirklich finden. Doch, da unten sind auch Viecher. Warte mal, ich will mal was testen. Rein theoretisch. Ah, geil. Vielleicht war Bullimon doch nicht so schlecht. Komm wieder zurück. Geh mal du nach zurück nach Sanctuary, ich level noch ein bisschen jetzt hier. Dadurch mit. Ja, ich hab mir gerade ein paar neue Waffen besorgt. Du weißt schon, dass die Waffenkisten, wenn du einmal rausgehst und wieder zurückgehst, dann wieder neu sind, ich ne? Ich weiß. Ja, ich sag nur. Ich gehe jetzt auch noch zu einer anderen Waffenkiste, wo. Früher waren. Ja. So, dann mache ich mich mal auf den Weg nach Sanctuary. So, das mitgenommen. Wie gehe ich denn jetzt am dümmsten? Muss mal gucken. Wow, zwei Nomaden. Oh, jetzt kriegt er halt das hier. Bam, 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 bam. Ich hasse Rennen.
Oh, scheiße. Ich hab einen Vorteil, zum Glück habe ich die Fähigkeit. Cool. Also ich habe so eine geile Regeneration. Leben und alles regeneriert bei mir. Ich kann mich so regenerieren, dass wenn ich pro Schuss, das heißt, wenn ich einen Gegner treffe, mich danach regeneriere, kann ich auch machen. Das heißt, mit jedem Schuss kriege ich eine Lebensregeneration. Also ich verkaufe meine ganzen Schilde, was ich jetzt gefunden habe. Oh, ich habe jetzt über 7000, Alter. Läuft. Hey, bei uns regnet's. Moment. Abgeschlossen. Oh, das kann noch lange dauern. Die Wanderung nach Sanctuary. So, 9 Erfahrungspunkte? Ach Gott. Haben wir nicht, warte mal, bevor wir jetzt hier zurückrennen, weil ich mir gerade ein bisschen verarscht vorkomme. Haben wir hier nicht noch eine Mission? Du hast 2 Missionen noch, töte den Assassinen. Ja. Mach die mal, mach so, du musst auch gleich die anderen mischen. Mach erstmal töte den Assassinen. Ich bin schon auf dem Weg. Hast du eine Pistole noch dabei? Ja klar, mit Feuerschaden. Gut, weil dann machen wir diese extra Dinge noch, weil es glaube ich gibt extra Sachen auch noch, man Boni. Ja, ja. Na, da steht der Barry. Hui! Nee, nee. 34, hier 49, Mama. Kann ich Reisen machen? Ja. Dann machen wir das mal. Da gibt es auch noch eine andere Mission. Das ist dann mit einer Slack-Waffe. Die machen wir dann auch gleich noch. Ja. So, fahr los. Ich bin hinter dir. Wir müssen jetzt sehr weit. Wir müssen da rein. Ja, ich weiß. Aber ich wollte trotzdem eine Runde mit dir fahren. Ich genieße das halt einfach. Genial. 1000 Schützen direkt, genau. Das ist optimal, die Position dafür. Ja, ja, aber leider ist es zu unoptimal dahingestellt. Weil immer steht einer im Weg, aber ich weiß nicht wer. Ach, hier ist dann auch die Turtle Mission. Perfekt, das ist witzig. So. Jetzt steht er optimal. Warte, ich schmeiß linke Seite Granate rein. Lass mir erstmal alles abfarmen. Dafür brauche ich ja nicht meine Waffe. Das ist scheiß schlechte. Nehme ich jetzt direkt hier die gute. Achtung, Granate wieder. Ich bin schon in Deckung. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Nice. Was ist das denn? Fügt Nahkampf. Cool. Ein Artefakt gefunden? Artefakt gefunden? Nee, ein sogenannt. Wie kann man das sagen? So ein Schild mit. Schild mit Special-Modus. Was hast du für einen gefunden? Das Schild, warte, ich lese dir vor. Fügt Nahkampfangreifen Feuerspike-Schaden zu. Chance bei Feuerschaden zu verursachen. Cool, ne? Okay, die Dinger, ich hab da auch so ein Ding, hab ich dir vorhin gezeigt, den mit Blitzschaden. Ja, sehe ich jetzt zum ersten Mal. So, reisen wir doch mal. Ja, nein. Ah, mich juckt's wieder. Jetzt wird's so. Auch ein bisschen mieser, gut. Ach egal, das schaffen wir schon. Sei nicht so ein Pessimist. Nein, Mann. Besser gesagt, sagen wir so, wir machen so. Klassenmod. Wir bleiben rückwärts mehr, wir schießen von der Entfernung mehr raus. Hier, guck mal, der Gunsirker, siehst du das? Guck, kauf dir mal das Ding beim dieses Team-Regenerationsmunition. Das können wir super gebrauchen. Hast du das gesehen? Was ist der Schild, Mama? Ja, den kaufe ich mir jetzt auch gleich mal. Ja. Oh, da gibt's auch ein 410er Schild. Ja, ich leg gar nicht mehr so viel Wert auf Schilde. Hast du das gekauft mit Team-Regeneration? Ja. Warte. Oh, geil, endlich. Das ist so geil. Jetzt können wir endlich nämlich Munition verballern, wie wir Bock haben.
410, ja. Ah, ich bin voll. Dann. Verkauf erstmal was Sachen. Ein paar Sachen ist gut. Du bist doch Organspender. Was haben wir hier? Pass auf dich auf. Ja, gönnen wir uns mal. Ich hab mir jetzt den Feuerschild gegönnt. Den Feuerdamage. Ah. Salvador. Oh, mein. Muss mal die Steckbriefe anschauen. So. Ja, guck gleich. Da schau dir mal die Steckbriefe an. Schau mal auf meinen Wert, wie viel im Salvador hat. Läuft. Deiner hat nun mal. Meiner. Ja. Einen kleinen Teil. Cool. Aber schau dir mal die Sirene an. Maya. Ja, ja. So. Dann gehen wir mal hier weiter gucken, ob wir hier was finden. Ja, komm. Boah, das wird eine schöne Mission hier. Da wollen wir jetzt schon drauf. Schieß doch. So, mal schnell gerade hier Fähigkeitspunkt auswählen. Ah ja, machen wir auch schnell mal. So, endlich haben wir den ersten fertig. Ich habe jetzt nur gefühlt, dass ich mehr Munition habe in allen Waffen und mehr auch in den. Ich habe jetzt nur auch erstmal auf die Munition geskillt, dass ich so viel Munition wie möglich dabei habe. Oh, scheiße. Hab ich mich ausgerocknet. Jetzt habe ich ein Badass-Psycho hinter mir. Ah, du bist ja. Na, super. Die Frage ist halt, was könnte ich denn holen für ein Artefakt für mich? Weil du holst ja für uns zum Beispiel die Munitionsregeneration. Was könnte ich holen? Da warten wir noch ab. Oh, sorry. Ja. Sorry, da muss bestimmt ich irgendwas. Kein drauf Problem. Auf den. Du knallst dann ja, auf jeden Fall auch. Drauf. Jetzt, deiner. Warte. Ich mach das. Keine Angst. Gut, so, danke dir. Ich hab's nicht aus. Deswegen hab ich's ja gemacht. Ja. Warte, lass mich mal eine Feuergranate reinschmeißen. Ah, du hast eine. Stopp, Schild töten mit einer Pistole. Ja, weiß, ich mache es schon, keine Angst. Warte, ich tu ein bisschen abhitten. Warte, ich hol die Pistole. Warte. Ich tu noch ein bisschen. Jetzt kannst du. Ah. Es macht nichts. Jetzt hast du nicht. Ja, hast du nichts gemacht. Na schön, ihr hirnlosen. Egal. Eure Suche gilt einer heißen Braut mit blauen Tattoos und geheimnisvollen Kräften. Eine Sirene also. Egal. Offiziellen Berichten zufolge starb sie in New Haven. Aber ich bin überzeugt, dass sie sich in der Nähe von Sanctuary verkrochen hat. Wenn ihr sie seht und mir davon berichtet, mache ich euch so reich, dass ihr euch eine große Fähigkeit erbauen könnt. Na komm, so. Aufgenommen wieder. So, müssen wir langsam beenden. Machen wir noch gerade hier ein bisschen was fertig. Snake! Oh, scheiße, die waren da. So, geht doch. Hab ich gemacht. Ah, nichts. So, dann nehme ich super mit. Super gemacht. Ja, super läuft bei dem. Selbstmordkommando vom Allerfeinsten, würde ich mal sagen. So, danke. Hoch, schnell, erstmal hoch. So.
Der ist Resistenz, genau. Das heißt, wir müssen... Ich hab eine Idee. Achtung, Selbstkommando! Wenn ich Zugriff auf eine Granate kriegen würde. Perfekt. Problem ist, es bringt alles nichts. Ja, klar, läuft bei dir. Schnell Schild regenerieren lassen. Bring ihn in die Nähe des Explosionsfasses. Wow. Mach ihn, komm, du schaffst das. Mach weiter, schieß. So. So, dann komm, beenden wir damit den Part. So, und damit beenden wir den Part. Und sehen uns beim nächsten Mal. Von Moment. Warten wir halt noch gerade das Echo ab. Und ciao. Moment. So, und damit beenden wir den Part. Viel Spaß und...